Mein Name ist Florian Moser, ich bin der Pressesprecher für den neuen BMW 1er und heute ist ein wirklich besonderer Tag für mich. Ich darf mit jungen Besuchern aus der BMW-Welt den brandneuen BMW 1er Probe fahren und das ist wirklich was Besonderes, denn das Auto ist noch vor der Markteinführung und so sind die Probefahrten hochexklusiv und da freue ich mich wirklich drauf. Steffen, als du mir die Hand gegeben hast, ist mir gleich aufgefallen, dass ich da was Ungewöhnliches sehe. Ich liebe BMW und deswegen habe ich gesagt, das muss auf die Haut. Muss jeder sehen. Und das Teil dürft ihr jetzt fahren. Lasst uns aber rausgehen und da machen wir eine kleine Spritztour. Ja, wunderbar. Also cool. Mit dem Handy. Ja. Mit dem Handy, okay. Sehr schön. Wir nennen das Digital Key, unser Smart Access. Du kannst schlüsselfrei das Auto öffnen und auch schlüsselfrei fahren. Schick. Sehr schick. Und los geht's. Und mal gucken, wie der Sound ist. Er hat die Parklücke schon entdeckt, draufklicken und jetzt alles loslassen. Beeindruckend. Hallo BMW, stell die Temperatur auf 21 Grad. Geht klar. Hallo BMW, wie weit kann ich noch fahren? 453 Kilometer. Wunderbar. Hallo BMW. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Also wenn ich an meine erste Begegnung mit einem BMW denke, kann ich das nur bestätigen. Das ist cool. Es war cool, dass das leuchtet. Das sind die Dekorleisten, die hinterleuchteten. Die haben wir exklusiv für den BMW 1er. Nichts tun, nichts anfassen. Ja. Nee? Wahnsinn. So geil. Beeindruckend. Wow. Es ist schon ein sehr krasses Gefühl, einfach dann die Kontrolle an das Auto abzugeben und es fühlt sich irgendwie voll spacig an. Bis bald, gell? Servus. Ciao, ciao. Ich bin komplett geflasht von der Probefahrt. Man hat schön viel Platz. Am besten hat mir auf jeden Fall die ganz viele neue Technik gefallen. Der Motorsound. Die Beschleunigung vom Auto. War schon beeindruckend. Also der Tag war für mich richtig spannend. Ich durfte mit jungen Kunden aus der BMW-Welt durch München fahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Hättest du das je gedacht heute Morgen? Nee. Das ist so hell.